Jawohl. Horchi hat's entdeckt und gleich erobert. Horchen war wieder im Wald einkaufen. Ja, dachte mir, du kriegst da noch ein etwas höheres hin. Hm? Da guckst du, Wacknüdi. Der Horchi wächst und wächst und wächst und wird immer mobiler. Ja. Prima. Nächste Station ist dann auch so ein Ding da oben, ne? Da, wo der Knödi immer sitzt. Mhm. Okay. Wenn du die Frau Moni draußen siehst, dann klopf mal ans Fenster und grüß mal. Einverstanden? Die kommt bestimmt bald unten vorbei. Süß Rübe. So. Dem Knödi gefällt der neue Aussitz auch. Ja, da kann man sich richtig schön hinflezen, ne? Jawohl. Oh, Dreckstreck machen. Horchi, wo bist du? Da bist du. Hast du dem Knödi den neuen Aussitz mal abgetreten, ja? Ihr lustig Leute. Na dann, guck mal noch eine Weile. Da kommen immer schön viele Leute morgens vorbei, ne? Kannst ja mal ein bisschen klopfen und winken. Was soll ich machen? Heute noch ein zweites Frühstück? Na, was nun? Jawohl. Gut. Ich komme gleich noch eine Runde putzen bei euch, damit ihr wieder voll kleckern könnt. Noch ein bisschen rumfummeln, du Spielkind. Oh, Reckstreck. Und die Horchi-Maus geht in die Badewanne. Cool, Horchi. Endlich kannst du wieder baden, ne? Ja. Jetzt erstmal nur Füße nass machen, aber ich glaube, du hast schon ein bisschen, ne? Wie sieht dir ja da schon ein bisschen lustig aus. Na, kommst du her? Hallo, mein Schatz. Na? Das ist nichts. Das ist immer noch diese Stelle, wo Häuschen was kaputt gemacht hat. Ja, da musst du dich nicht kümmern. So sieht der. Kuschelschmusen müssen wir aber später machen, weil, wie du siehst, Frauchen hat schon wieder die Losgeh-Klamotten an. So, und du Spaßvogel da oben. Habt du auch noch einen schönen Vormittag? Hm? Soll ich mal überlegen, ob ich zwei von den Dingern hole? Dann könntet ihr da Zwillingssitzen machen. Ich guck mal, was der Wald so hergibt, ne? Bis später. Guten Morgen.
wenn ich mir den Fußboden so angucke, den wunderschönen sauberen Fußboden, lasst mich raten. Habt ihr beide gleich heute Nacht da oben geschlafen? Ja, auf den schönen neuen Doppeldingern? Na, so sieht es mal fast aus, ne? Sind die so toll? Ja. Ja, da sind eure Nachthäufchen. Dick und breit. Prima. Hoche Linieleinchen. Du auf dem ganz dicken, ne? So war der Plan. Und die Knödeli auf eine Nummer drunter. Ja? Ja. Alles gut. Aufgeregtes Knödelchen. Ja. Nicht gleich wieder losplatzen. Alles gut. Ihr Süßen. Dann habt mal einen schönen Ausguck in den Morgen. Heute sieht es nach Sonne aus. Und ich glaube, ich hole heute was Schönes von der Post für euch ab. Könnt mal die Daumen drücken. Sage ich euch aber noch nicht, was es ist. Nee, später.